Hi, das Jahr neigt sich so langsam dem Ende entgegen und die Silvesterpartys werden im Moment geplant. Und wie wäre es zum Beispiel mal hiermit? Das ist eine Currywurst mit der absolut fantastischen Bratwurst-Ultra-Currywurst-Soße. Ganz einfach zu machen und reicht für mehr als 10 Personen. Und wie ihr das macht, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die ich für meine Currywurst brauchen werde. Heute Abend sind wir 10 Leute. Hier habe ich 20 Würstchen liegen und dazu machen wir die Bratwurst Ultra Currywurst Soße. Wer von euch auf der Deutschen Grillmeisterschaft oder beim Ruhrpott Barbecue am Royal Spice Stand gewesen ist, hat sie da wahrscheinlich probiert, denn die wurde uns da echt aus den Händen gerissen. Das ist eine Currywurst Soße aus Ketchup, Schattenmorellen, also Kirschen und eben dieser Bratwurst Ultra Gewürzmischung. Und ganz einfach zu machen, lässt sich schnell vorbereiten, gerade auch für eine Feier eine richtig schöne Geschichte. Alles, was wir nur irgendwie auf die Reihe bekommen müssen, ist das mit dem Würstchengrillen. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. So, meinen Grill habe ich erstmal für direkte Hitze vorbereitet. Das heißt, ich habe jetzt hier die Kohlekörbe also unter dem Dutch Oven stehen. Und wir beginnen damit, dass wir jetzt erstmal die Flüssigkeit von den Schattenmorellen schon mal in den Topf gießen. Gerade fällt mir auf, dass ich mir extra ein Sieb hingelegt habe. Dann benutzen wir das natürlich auch. Denn letzten Endes geht es darum, dass wir, wenn ihr so fertige oder Schattenmorellen oder Kirschen im Glas kauft und die für einen Kirschkuchen verwendet habt, kennt ihr die Geschichte, dass immer einer das losgezogen hat, dass da also noch so ein Kirschkern drin ist. Dadurch, dass wir die Soße später durchpürieren wollen und mit einem Mixstab durchmixen wollen, wäre es natürlich echt schade, wenn dann so ein Kern da drin wäre. Deswegen gieße ich das Ganze jetzt also erstmal hier in so ein Sieb ab und dann schnappe ich mir jede einzelne Kirsche, drücke die gerade so ein bisschen platt, fühle, ob da ein Kern drin ist und wenn kein Kern drin ist, wandern sie mit in die Soße. Also ich muss sagen, ich bin wirklich stark verwundert. Es war tatsächlich kein Kern bei den Kirschen drin. Edeka hat da echt einen guten Job gemacht. Aber muss ich wirklich sagen, das ist, glaube ich, echt das erste Glas in meinem Leben, wo kein Kirschkern drin war. Wie gesagt, sicher ist sicher. Wir kochen jetzt die Flüssigkeit und die Kirschen kurz auf und dann geht's weiter. So, kurze Zeit später fangen unsere Kirschen an zu kochen. Das ist der Moment, wo wir sie jetzt durchpürieren. So, wie ihr sehen könnt, alles ordentlich durchpüriert. Das ist jetzt der Moment, wo die Bratwurst-Ultra-Gewürzmischung da reinkommt. Und dadurch, dass wir, ja wie gesagt, gute 10 Leute sind, reicht diese Würzmischung für 2 Liter Soße. Und die, denke ich, werden wir auch brauchen. Dementsprechend gebe ich jetzt also hier das komplette Teil von der Soße mit rein. Rühre das kurz unter, aber es riecht jetzt schon sehr, sehr gut. Aber der Ketchup fehlt noch. Welchen Ketchup ihr da letzten Endes nehmt, ist völlig eure Sache. Wichtig ist nur, dass es 800 bis 900 Milliliter Ketchup dann am Ende sind. Und dann rühren wir das Ganze ordentlich unter. Die Soße lassen wir jetzt noch ganz kurz aufköcheln und dann können wir loslegen mit Würstchen grillen. So, die Soße ist aufgekocht, die stellen wir jetzt beiseite. In den Gusstopf wird die auch so schnell nicht wieder kalt. Also, Topf runter vom Grill und Würstchen drauf. Also, wie man Bratwürstchen grillt, brauche ich euch nun wirklich nicht zu zeigen. Würstchen kommen auf den Grill und wir sehen uns gleich wieder. Kurze Zeit später, was für ein Bild. Ein Grill voll mit Bratwürsten zusammen mit der Currywurstsoße. Absolut fantastisch. Also, dann schneiden wir mal die Würstchen klein. So, hier haben wir unsere Currywurstsoße. Und hier dann die Bratwürstchen. Und da könnt ihr das jetzt letzten Endes natürlich so machen, wie es für euch am praktischsten ist. Aber ich denke mir, wenn ihr eine Party habt, ist es eigentlich ganz cool, die Würstchen einfach direkt in die Soße reinzuschmeißen, dass man einfach mit einer Suppenkelle sich dann entsprechend das rausnehmen kann, wie man möchte. Dass ihr nicht jedem dann erst die Wurst klein schneiden müsst, damit er da dann ein bisschen Soße drüber macht. Ich denke, deswegen werden wir das auch genau so machen. Wir schneiden die Würstchen klein. Oh Leute, da kommt ein Duft von dieser Soße, der Wahnsinn. Und dann wandern die Bratwurststückchen direkt in die Currysoße. So, ein Topf voll Glück. Jetzt rühren wir hier die Bratwürstchen in unsere Currywurstsoße ein.
Und wie ihr seht, das Verhältnis ist perfekt. Ja, also wir haben jetzt einen ganzen 10er Dutch Oven voll mit Currywurst. Die Wurst kann man dann auch locker noch 10 Minuten darin ziehen lassen. Oder aber, wenn man die Zeit nicht abwarten kann, direkt zuschlagen. So, und da haben wir also unsere Currywurst und schnappen uns jetzt so ein Schälchen. Geben da eine gute Ladung rein. Und dann keine Currywurst ohne Currypulver. Kommt jetzt noch ein bisschen Curry oben drauf. Perfekt. Und dann kann jetzt gegessen werden. So, und da ist hier also die Currywurst und jetzt wird sie natürlich probiert. Darauf achten, dass wir ordentlich Soße mitnehmen. Die Kirschen schmecken richtig schön durch. Es ist eine schön fruchtige Soße. Leichte Schärfe nach hinten raus, aber jetzt nicht brutal scharf. Wer es weniger scharf macht, lässt einfach das Currypulver weg. Denn da hast du schon ein bisschen Zunder drin. Aber eine wirklich fantastische Currysoße. Und ich habe auf meinem Kanal ja schon mehrere Soßen gezeigt. Ne? Die Zanzibar-Style oder die Red Bull-Pflaumen-Currywurst-Soße. Dann die Currysoße bei den Chicken Nuggets. Also da gab es schon mehrere Varianten. Das hier ist mit Sicherheit die Variante, die am leichtesten zuzubereiten ist. Das heißt also auch mit dem einen oder anderen Bierchen im Kopf sollte das durchaus möglich sein, diese Soße noch hinzubekommen. Und ja, das kann ich euch tatsächlich nur empfehlen. Die ist sehr, sehr lecker. Wer auf der Deutschen Grillmeisterschaft oder beim Ruhrpott Barbecue bei Royal Spice mal am Stand war, also bei der Deutschen Grillmeisterschaft stand ich am Stand und wir wurden überrannt. Und die Leute haben uns die aus der Hand gerissen. Absolut fantastisch, solltet ihr probieren. Und ja, viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und vor allem den Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten meines Kanals sein, habt ihr da oben noch die Möglichkeit, das gerne nachzuholen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank für 2017 vor allem. Es war ein fantastisches Jahr mit euch. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit den Videos und empfehlt den Kanal weiter. 2018 geht es natürlich weiter. Und ja, ich wünsche euch allen einen guten Rutsch. Kommt gut ins neue Jahr, eventuell mit so einer Currywurst. Also macht's gut, euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.